Carina, du hast eben gerade eine Session hier in dem Salonwagen 3 gehalten. Worum ging es dir denn? Was war dir denn wichtig? Also die Frage, die ich mir gestellt habe und die ich mitdiskutieren wollte mit den anderen, wie verändert sich die Arbeit von Personalentwicklern? Welche Kompetenzen sollen wir dazu gewinnen und was soll sozusagen absterben? Die anderen, die mit dir diskutiert haben, konnten die dir da Impulse geben? Bist du bei der Beantwortung der Frage für dich weitergekommen? Ja, definitiv. Wir haben unterschiedliche Sichtweisen. Manche Sichtweisen stimmen mit meinen überein und manche habe ich mir alles neue Hinweise oder Impulse notiert. Kannst du da ein Beispiel geben, was jetzt so für dich ganz neu war und du jetzt so vorher noch nicht so im Fokus hattest? Also ich hatte noch nicht einen Fokus, dass zum Beispiel die Personaler eine viel, viel engere Zusammenarbeit mit Führungskräften haben sollen. Es sollte viel, viel öfteren Austausch stattfinden, das ist erstens. Und zweitens, was meine Meinung auch bekräftigt hat, Führungskraft als Personalentwickler in Rolle des Personalentwicklers selbst, das ist die Zukunft. Ist ja eigentlich eine logische Entwicklung, weil die Führungskraft ist ja am nächsten auch am Mitarbeiter dran und kriegt ja auch am meisten von ihr mit, am meisten auch Feedback. Was wären jetzt die Kompetenzen, die Personalentwickler brauchen, wenn wir jetzt so in die Zukunft schauen? Also in der Session haben wir darüber diskutiert, dass Personalentwickler ist mehr in die Expertenrolle reinsteigt und alles sozusagen Dienstleister und Helfer für Führungskraft ist. Genau. Das habe ich für mich mitgenommen. Das habe ich auch mitgenommen und da freuen wir uns auch drauf. Experte ist doch eigentlich eine super Rolle. Ja.